Oh yeah, liebe Leute, willkommen zum nächsten Part von Let's Play Isabel Wert Reitsport. Vielleicht dem letzten, vielleicht auch nicht. Das werden wir sehen. Ich hoffe, es ist einer mitunter der letzten. Weil unsere Moral ist so gut wie null. Wir können es eigentlich so gut wie vergessen, so glaube ich, zu trainieren. Aber das gucken wir uns mal auch mal an. Na gut, wir sollten auf jeden Fall da eine Pause hinhauen. So. Was fehlt uns dann? Trabdressur. Ja, Hauptsache die Moral noch weiter runter. Wir brauchen Pausen. Ich glaube, wir machen einfach Pausen durch oder so. Damit wir überhaupt wenigstens unsere Moral hochbekommen, weil die ist ja irgendwie gleich null. Und dann können wir auch die letzten Tage auch einfach so ganz normal durchmachen. Haben wir mal nichts Großartiges gemacht. Und jetzt müssen wir, weil wir beim letzten Mal so gesehen verkackt haben, in Anführungsstrichen, wenigstens nur noch normal durch. Was normalerweise kein Problem sein sollte. Um es mal so zu sagen. Und das werden wir sehen, wenn es soweit ist. Das heißt, wir sind jetzt bei 1 Minute 24 und fangen an, bis Ruhe zu reiten. Mal gucken, wie lange ich dann... Das frage ich mich jetzt ehrlich, wie lange ich dafür verdammt nochmal brauche, dieses gesamte Dings durchzuhauen. Habe ich echt bisher alles perfekt gemacht? Krass. Da kam ein Gut. Nein. Das war nicht gut. Trotzdem noch 97%. Okay. Ich hoffe immens, dass das vielleicht schon wirklich das letzte Ding ist, weil wir halt in der höchsten Liga sind. Auch international anscheinend. Dass wir dann deswegen einfach nichts mehr brauchen. Aber das werden wir sehen, ob wir dann noch, danach noch einen Part haben oder nicht. Ob wir Weltmeister werden oder nicht. So. Zumindest von der Zeit her sind wir recht gut dran, auf jeden Fall. Hoffe ich mal. Wir haben bald, glaube ich, die Hälfte durch oder so. Ich hau's einfach mal. Weil das ist uns echt manchmal ein bisschen, man könnte sagen, nervig. Ich weiß sowieso, warum ich in der Einübung immer nur so 80% bekomme. Wahrscheinlich ist sie so klein, dass man automatisch dann so wenig bekommt, wenn man nur einen Gut hat schon. Wer weiß. Wer weiß. So. Jetzt kommt Galopp Renverse. Galopp Renverse.
Gut. Verzeiht mir die Konzentration. Es ist echt furchtbar, wie viel man drücken muss und wie langweilig das auch schon für mich selber geworden ist. Deswegen hoffe ich, dass es einfach das letzte Mal ist. Dass da irgendwie nicht so noch ein Meisterschaftsfinale ist, wo man noch unbedingt kämpfen muss gegen andere. Sondern dass dann gesagt wird, ja, derjenige mit den meisten Punkten wird hier eindeutig Meister. Jetzt sollten es nur noch ein, zwei Minütelchen sein. Und dann sind wir endlich durch. Hey. Das ist furchtbar. Ich frage mich echt, was hier alles abverlangen wird von einem. Miho hat keine Motivation mehr. Ach ja. Es ist halt echt schon, man muss sagen, sowas ist echt schon sehr hart an der Kotzgrenze, wenn man das jedes einzelne Mal machen muss. Auch vor allen Dingen so lang seit kurzem. Ah. Dann drückst du dir einen ab. Yeah, geschafft, geschafft, endlich. Jetzt müsst ihr noch normale Sachen machen. Oh. Ich bin verdammt nochmal froh. Endlich hier durch zu sein. Endlich. Das ist wahrscheinlich diesmal auf 0 Punkte, oder? Hat sich so angefühlt. Jupp. Da habe ich richtig gefühlt. Wir haben mehr als genug Vorsprung. Diesmal sollten wir vielleicht nicht durchgehen im Kreis rumdrehen. Ja, vielleicht wäre das mal nicht schlecht. Damit meine Motivation in diesem Part nicht schon wieder gestört wird. Andererseits kann ich es mir nicht leisten, irgendwie nochmal sowas durchzuhauen. Wir sollten schon von Punkten her ganz weit vorne sein. Wir können sagen, ja, wir hatten einfach so einen schlechten Tag mit Diablotika. Da ging einfach nichts. Das war verdammt nochmal knapp. Diablotika immer noch am Anstieg, dann immer noch weiter Dings. Das ist echt mies mit all den Kurven. Wollte ich nur mal so erwähnt haben. Gut. Da schaffen wir es wenigstens drauf. Ja, natürlich ist da gleich was. Gott! Ja, schon sagen, natürlich ist da was nach der Kurve. Wer hätte denn das gedacht? Immer nach den Kurven, immer dann zwischen den Bäumen, wo man nichts durchsieht. Immer so viel Spaß beim Rumsuchen.
Den haben wir wenigstens auch echt nochmal. Den da hier auch. Gut. Diese Sprünge kann ich wenigstens halt auch richtig gut abtimen in der Zwischenzeit. Wenn man sich so erinnert so an die letzte Saison, wo ich die immer verkackt habe am Anfang. Waren dann mitunter meine Haarsprünge und immer da, wo ich das. Ja, das Sprünge nicht unbedingt, aber die Sprünge, wo ich halt mich übelst dann konzentriert habe, weil. Ja, wenn du die dann wenigstens richtig gemacht hast, hattest du keine Probleme, ist ja klar. So. Schnelle Drehung. Hier so durchspringen. Also verdrehen. Ach du Scheiße. Gut, durchgeschafft. Da bin ich mal stolz auf mich. Wir haben immer noch 0 Strafpunkte, das heißt, wir sind immer noch auf 0. Das heißt, wir können sogar auf der 0 bleiben, wenn wir sehr, sehr vorsichtig hier diesen Parcours machen. Was mache ich denn? Dann zerstöre ich all das, was ich... Das ist aber auch mies mit dem Sprung da hinten dran. Ich nur mal so gesagt haben. Na super. Wir müssen jetzt eigentlich so gut wie Vollgas geben. So. Ich will wenigstens von der Zeit her weit vorne noch sein. Trotz der Verweigerung. Jetzt würde ich jetzt schön Vollgas geben. Zählt wenigstens nicht als Fehler. Gehe ich eine weite äußere Linie. Hoffe dann hier perfekt an, hoffentlich. Sieht zumindest so aus. Oh Gott. Ich bin anscheinend sehr, sehr weit nach vorne gedings am Ende. Ich gebe dazwischen echt übelst Vollgas. Das geht so nicht. Ich wollte nicht noch mehr Punkte. Ist das zu fassen? Und auch von der Zeit her nicht weit vorne. Na, supi. Oh, Backe. Na, das wird ja mal geil. Okay, das haben wir dann anscheinend hinbekommen. Wir müssen auf jeden Fall so weitermachen. Passt alles. Zumindest jetzt cool genug bleiben. Diesmal nicht zu viel überstürzen. Zum Glück nur minimal angedotzt. Wie immer, das Glück haben. Inzwischen mal mega sprinten. Und dann abbremsen. Gut. Da züge ich lieber extremst das Pferd um die Kurven einfach. Was für mich schlauer ist. Weil es eigentlich der Blutika schon kennen müsste von mir.
Müssen von der Zeit her auf jeden Fall sehr, sehr viel noch einholen. Warum auch immer Diabolotica da so komisch umgesetzt hat. Das ist, mich nur ein Rätsel. Gut, wir sind hier vom Ziel. Nicht mehr viel zu machen. Noch eine letzte Kurve. Gut. Okay, das haben wir also wenigstens rausgehauen. Ah, schön. Was für eine unglaubliche Saison. Ich bin wirklich gut beeindruckt. Du hast die hochkarätige Konkurrenz ordentlich. Nur noch ein Wettkampf, nein! Nur noch ein Wettkampf aus, in dem du beweisen kannst, dass du zur Weltspitze gehörst. Die Welt des Reitsports wird deinen Ritt gebannt verfolgen. Alter. Auf dir lastet also enormer Druck. Du hast das ultimative Finale erreicht. Oh. Die Weltmeisterschaft. Der Traum eines jeden Reiters. Allein dabei zu sein und dieses Ereignis mitzuerleben, ist schon eine Ehre. Genieße es und setze dich nicht zu sehr unter Druck. Das ist der Schlüssel zum Sieg. Ich glaube. Okay, interessant. Das bedeutet, wir haben doch noch einen Schritt vor uns, nämlich das übelste Finale. Gut, da ich das nun weiß, sage ich doch mal nochmal vielen Dank, dass ihr in diesem Part dabei wart bei Let's Play Isabel Wett Reitsport. Und im nächsten Part geht es dann weiter. Und dann hauen wir sie alle. Tschüss!